Heute werde ich endlich zum ersten Mal Pokémon-Legenden Arceus durchspielen. Als das Spiel rauskam, fand ich es von Anfang an relativ langweilig und habe nach wenigen Stunden aufgehört zu spielen. Und heute werde ich dem Spiel endlich nochmal eine Chance geben. Viel Spaß! Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Ja, Alter, du bist ein Fake-Gott. Karpador ist das Einzige, was ich anbeten werde, okay? Versuch's gar nicht erst. Ein schwebendes Smartphone, oh mein Gott. Oh nein, es schwebt weg. Oder ertrinken wir gerade? Oder es schwimmt weg? Da ist es. Da ist Karpador mit langem Hals. Oh nein, wir werden... Ich glaube, wir fusionieren uns jetzt mit Karpador, Alter. Wir werden zum Gott. Hallo? Wach auf! Bin ich jetzt Link oder wie? Eieiei, was bist du für eine Großmutter? Ach, das ist eine Bommelmütze. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ja, ja, ich bin ein Engel und so. Den Anmachspruch habe ich schon 1 Million Mal gehört. Bautz, Feuri und Otata. Ich dachte, die heißen ein bisschen anders. Ey, komm wieder her, Alter. Ich hab Hunger. Oh, da ist irgendwas. Ach, das ist mein Smartphone. Das hat wieder nach Hause gefunden. Voll nett. Schon wieder daneben. Du hast schon wieder daneben gepinkelt. Ach, du kriegst das Problem wohl nie in den Griff, ha? Das ist Bautz, ha? Hab ich noch nie gesehen. Und das ist Feurigel. Ich dachte, das heißt Feuri. Du oder du? Feuri. Komm her. Ach so, ups. Heuer! Ja, du gehörst jetzt mir. Let's go, komm. Jawoll. Ach so, die anderen beiden muss ich auch noch fangen. Kann ich die dann freilassen oder essen? Ich habe jetzt keine Lust auf 3 Pokémon. Ey, komm. Meine Güte. So, und Bautz, hast du dich versteckt? Das war da vorhin hier. Oh. Oh, da bist du. Und bam! Voll in die Fresse. Wie sieht das jetzt gerade so aus, als wäre ich der Gefangene oder so? Und die bringen mich jetzt ins Dorf, um mich zu häuten. Aber ich habe nichts gemacht. Aber ich glaube, das ist denen egal. Ich komme trotzdem in den Knast. Da hinten ist ein Galar-Smogmog. Ey, du versperrst das Galar-Smogmog. Geh mal aus dem Weg. Die ist sehr verdächtig. Sag mal, was fällt dir ein? Wo kommt die denn her? Aus deiner Mama. Wir sollten nicht mit Fremden sprechen. Ja, weil ich dich sonst mit einem Van kidnappe oder was. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Wow. Danke, mysteriöse Kraft. Voll nett von dir. Das Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Verschwinde jetzt? Ja, dann nimm halt nicht mein Geld, Alter. Dann gehst du halt pleite und musst den Job aufgeben. Oh, Lucius, was geht? Was bist du denn für einer? Hat man euch noch nie Manieren beigebracht oder was? Vor allem die Schuhe. Es sieht aus, als würdest du Brötchen tragen. Chiara wird uns hier ab jetzt helfen. Ist das so? Wurde ich eingestellt? Wo ist mein Gehalt? Und was mit Urlaub? Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Schau dich mal an, Alter. Wie siehst du denn aus? Deine Augen sind einfach 3-mal so groß wie dein Mund und deine Nase und deine Augenbrauen zusammen. Und vor allem, was sind das für Augenbrauen? Die gute alte Wellenform. Oh, bist du nicht Cyrus? Also als Frau? Ich bin Celestis, die Kommandante des Forschungstrupps. Oh. Ja, der ihre Schuhe sehen auch so aus, als wäre es ein Gebäck. Ja, da bekomme ich direkt Hunger auf Brötchen. So geiles Toast mit Nutella. Mmh. Wobei deren Brötchen wahrscheinlich nur nach Nutella aussehen, wenn die in Kacke gelatscht sind. Nach 20 Minuten darf ich immer noch nicht Pokémon fangen gehen. Das ist jetzt mein Zuhause. Sieht ziemlich leer aus. Wo ist die Switch und mein PC? Ich wusste, der Job bezahlt nicht gut. Oh, eine Ultra-Pforte. Ja, jetzt kommen hier Ultra-Bestien. Naja, oder Zapdos hat gerade Donner eingesetzt. Das geht auch. Boah, bitte gib mir einen Pokémon-Legenden-Ultra-Bestien, okay? Darf ich jetzt bitte spielen? Weißt du, so ein bisschen Pokébälle werfen? Die Brötchenschuhe, Alter. Um ein Mitglied der Galactic-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bediza, ein Sterilin und ein Scheinhook fangen. Dem bin ich noch nicht gewachsen. Ich gehe wieder. Okay, bitte lass mich jetzt spielen. Oh, wait, ich muss jetzt kämpfen? Okay, scheinbar mein erster Pokémon-Kampf. Wollo von der Ginkgo-Gilde. Und er hat ein Togepi. Okay, los, Feurigel. Woo, ich bin der Feuri. Okay, Kampf beginnen. Stimmt, hier konnte man ja im Kampf rumlaufen. Das ist so cool. Du. Geh mal weg hier. Was willst du jetzt? Ruck-Togip. Ah! Ui. Das hat er übel geballert. Und bam! Und jawoll. Und jetzt gib mir all dein Geld. Also, Bediza. Okay, kriegen wir hin. Ja, die Grafik ist wunderschön. Das gefällt mir. Oh, und da ist Bediza. Ja, kleines Bediza-Mann, ich werde dich bald essen. Ich meine, die essen doch bestimmt noch Pokémon hier. Es ist noch nicht illegal. Okay, wir schleichen uns an. Ach nee, es kommt sogar zu mir her. Na dann, bam! In dein Gesicht rein. Okay, das nächste ist Stachel-Lilly. Ja, da ist es. Kleiner Piepmatz. Und... Bam! Auch in dein Gesicht rein. Bam! Komm, hol mir mal einen Apfel runter. Danke. Oh, da ist es. Du wirst mein neues Haustier. Ja, du hast gar keine Chance gegen mich. Los, Feuri! Okay, Glut. Komm, wir googeln dir erstmal den Schwanz weg. Also... Ah! Bro, es hat mich einfach fast getroffen. Alter, pass mal auf hier. Was soll denn das? Was? Es greift 2-mal an? Das war jetzt aber Cheaterei. Komm, ruckzuck gib und dann ist es weg. Bam. Ja, das hast du dafür, dass du hier gecheatet hast. Du darfst Scheinhook nicht besiegen. Ach so, warte mal, ich muss ja Pokémon fangen. Ups. Und 1. Okay. Hat der Pokéball sich gerade in eine Beere verwandelt? Was zum... Oh, geil, Mann. Erstmal wieder Brötchen an den Füßen. Super. Wir haben einfach zu viele Bäcker in dem Spiel. Oh,
Jetzt bin ich wirklich Bäcker oder wie? Endlich spielen. Nein. Ach komm schon, lass mich in Ruhe. Ach, endlich darf ich spielen. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich in Ocarina of Time. Hui, rolli, roll, roll. Ich roll hier noch ein bisschen rum. Warte, ich bin fast da. Hui. Komm schon, ich muss da hoch. Ah. Okay, ich hab's geschafft. Noch weiter nach oben, bitte. Attacke. Was ist, wenn ich jetzt abgefackelt werde? Da. Ah. Alter, er ist mir umgefallen. Ach so, und du wirst mich jetzt nicht durchlassen, oder was? Und ich ertrinke. Ja, das war so klar. Oh, ein Putogel. Ein Bammelin. Bammelin, ich komme zu dir gerollt. Bitte komm rein, weil du wirst mein ganzes Team töten. Bitte komm rein. Dankeschön. Oh, hier gibt es Kristalle. Ach so, warte, ich kann mein Pokémon dahin werfen, ne? Komm, Feurin, mach mal. Dankeschön. Ein Wumpel. Yo, Bruder, was geht? Pokéball, ein Ponita. Oh mein Gott, Alter. Verdammt, ich habe schon Feuer-Pokémon. Und Attacke. Ja, du gehörst mir, du kleines Vieh. Ach ja, ich laufe hier noch ein bisschen rum. Ah, verdammt. Und fange einfach alles ein, was ich hier finde. Ja, 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 ihr gehört alle mir. Oh mein Gott. Ja, okay, dich fange ich vielleicht nicht unbedingt. Hi. Na, was geht? Deine Augen sehen ein bisschen gruselig aus. Hast du zu viel Crack geraucht oder wie? Und ich hab dem noch gesagt, er soll die Finger von dem Zeug lassen. Alter, Luxio. Boah, du bist ja Luxtra. Bro, ihr seid aber ein bisschen zu stark für mich, oder? Bin gerade irgendwie bei den starken Pokémon gelandet. Hä? Was zum... Was zum Teufel? Ah! Bro, meine Pokébälle werden einfach abgeprallt. Gehörst du einem Trainer oder was? Boah, ein Kadabra. Ein Abra. Oh, Alter, ist er perfekt ausgewichen. Das Abra, ich weiß nicht, wie ich ducken kann. Hört mal auf, mich zu verfolgen, Alter. Ich will noch ein verdammtes Abra haben, okay? Da, als ob das mich sehen kann. Warte, ich verstecke mich hier im Gras und warte, bis das hier auftaucht. Abra? Ich glaube, das ist irgendwie zwischen den Dimensionen stecken geblieben. Ja, geil, da ist ein Luxtra. Oh mein Gott. Habe ich vielleicht Crack genommen oder bewegt sich das Ding da gerade? Ich weiß es nicht, aber... Oh mein Gott, ein verdammtes Georock. Level 25. Bye-bye. Ein Smogon. Ach, das ist eine Blume. Upsi. Ein Pantimimi. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Du wirst sowas von gefangen. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Komm schon in den Ball, liebes Pantimi. Dankeschön. Da hinten ist ein Driftlon. Ach nee, ist noch eine Blume. Verdammt nochmal, du blöde Blume, Alter. Ein Gastrodon. Ein Seemob. Ach nee, es ist... Oh, diese verdammten... Geht mal weg, Alter. La, Gastrodon. Du kommst zu mir, mein süßes Ding. Alter. Ich hab gerade... Ah, lass mich in Ruhe. Verdammt. Egal. Boah, das ist ja voll knuffig. Egal, wir machen hier Eroas. Und bam. Ich bin hingefallen. Ups. Es ist... Es hat sich einfach wie Abra in eine andere Dimension teleportiert. Du gehörst mir, du gehörst mir, du gehörst mir, du gehörst mir. Jawohl. Oh, ich gehe ganz langsam hin. Du hast keine Möglichkeit abzuhauen. Nein, nein, nein. Luxio wird mich töten. Und what the? Du hast mich nicht mal gesehen. Es hatte mich nicht gesehen. Es hat nur angetäuscht. Es hat mich verarscht. Vielleicht ist der Dick da oder so. Mein Gott, das ist zu groß. Dampfwalze, auf wieder. Sorry, Beniza. Oh, oh. Komm. Gib her. Das ist ja voll gemein. Mein Gott, lass mich doch. Entwicklung möglich. Oh, du bist nun offiziell ein Ein-Sterne-Mitglied. Wow, das klingt ja so wichtig. Warte, sag mir jetzt nicht, du willst kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Pokémon gegeneinander kämpfen lassen soll. Ja, du wirfst deinen Pokéball, dann kommt es raus. Dann sagst du, ey, schlag mal das andere zusammen, sonst schlag ich dich zusammen. Und dann schlagen die sich gegenseitig zusammen. Und dann sperrst du es wieder in deinen Pokéball. So ungefähr funktioniert das. Oh, der hat einen Pikachu. Oh Gott, da kommt Donnerschlag. Oh mein... Boah, das hat übelst viel Damage gemacht. Yo, warum kommst du gerade näher? Hau mal ab hier. Ein bisschen Abstand, wenn ich bitten darf. Oh, sehr schöner Schaden. Den Donnerschlag wird überleben. Oh Gott, ganz knapp. Und stirb. Oi, oi, oi. Wer bist du denn? Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Du bist bestimmt ein Bodybuilder, oder? Bitte schlag mich nicht zusammen, okay? Ich bin kein Pokémon. Zum einen wäre der die Krafttechnik, sehr erhöht die Stärke der Attacke. Dann gibt es auch die Tempotechnik. Durch ihren Einsatz sinkt zwar die Stärke der Attacke, dafür kommt das Pokémon aber schneller zum Wieder. Deswegen konnte das zweimal angreifen, oder was? Und ich dachte, das Vieh hat aber Cheats aktiviert. Darf ich jetzt weiterspielen? Dankeschön. Und da bin ich wieder. Und nein, ich darf nicht spielen. Oh, ich darf endlich spielen, Mann. Ich habe das Rollen schon vermisst. Halt, warte. Ich will doch natürlich das Chalet-Los mitnehmen. Ja. Hallo, kleines süßes Ding. Und das Pantimimi wollen wir natürlich auch. Aber das süßeste von allen ist das kleine süße Wumpel. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Na gut, ich muss gehen. Rollen wir weiter. Hoia! Au!
Als ob ich jetzt Fall Damage bekommen habe. Was soll denn das jetzt? Ja, komm, lass mich jetzt durch, Mann. Ich bin ein Sternenmitglied. Ich bin wichtig, okay? Oh, und wer bist du? Bist du Nachtara? Oh, ich muss gegen die alle kämpfen. Oh, gar kein Problem. Mein Baumpel schafft das schon. Giftstachel und Tackle. Wow. Baumpel! Okay, dann komm, Pantimimi, komm du rein. Ja. Hier können wir nämlich zack, Krafttechnik machen und Krafttechnik. Bam! Das sah jetzt aber nicht nach Kraft aus. Oh mein Gott. Ja, das macht ultra viel Damage. Tempotechnik. Huah! Bam. Na komm. Kann es sein, dass die Tempotechnik mehr... Oh. Achso, das greift nicht zweimal... Warum greift es nicht zweimal hintereinander an? Aquavelle. Piu. Tot. Ein Elite-Pokémon ist ein großes, besonders furchteinflößendes Pokémon. Ah. Ja, also ein Dynamax-Pokémon. Dann überlasse ich den Rest mal dir. Mit deinem Elite-Pokémon wirst du sicher fertig. Naja, du weißt genau, dass du mir keine Hilfe sein würdest. Außer natürlich, ich verlaufe mich irgendwo in einem Wald, lauf 3 Tage rum und verhungere fast. Dann würde ich nämlich deine Schuhe essen und du könntest doch noch hilfreich sein. Aber das war's auch schon. Begib dich zur eingeweihten Höhle auf, der ein Elite-Pokémon in Unruhe stiftet. Okay. Und zu Putze. Yo. Bleib mal stehen. Ich habe keine Pokébälle mehr. Boah, kann mir jemand mal irgendwie ein Auto geben oder so? Oder wenigstens ein Fahrrad? Ich bin so langsam. Ach so, warte mal, weil ich gar nicht mehr rolle. Ups, habe ich vergessen. Und höpp! Ui! Au, schon wieder, Mann! Jo, wer bist denn du? Hallo, Edwin. Ich brauche am Rennerbären. Dann geh dir welche kaufen. Was soll denn das? Als ob ich jetzt irgendwie dein Butler bin. Oh, ein Kleinstein. Das will ich auch haben. Bam. Oh, hey, du schon wieder. Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Ja, dich hätte ich auch ganz gerne. Aber ich muss sie... Oh, habt ihr es gehört? Der Lille Wup. Kiara, vertreibe es von diesem geweihten Ort. Warum machst du das nicht? Ja, weil du zu schwach bist, ha? Huh? Ja, ne? Sie stimmt sogar zu. Ja, okay, mein Folge sollte auf jeden Fall damit fertig werden. Cutscene natürlich erstmal, als ob ich spielen dürfte. Egal, zu Pais Level 12, das kriegen wir schon hin. Oh mein Gott, Alter, Eroas. Wir haben also jetzt Herrscher-Pokémon, wir haben Dynamax-Pokémon und jetzt haben wir auch noch Elite-Pokémon. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, wie ihr große Pokémon nennen wollt, ha? Huh? Egal, wir machen hier kurze Konfusion. Das wird auf jeden Fall ein Tuit-KO, das ist okay. Da kommt ein Eroas, der wird auf jeden Fall... Krafttechnik! Ich muss hier weg. Und das war's. Boah, Kiara schaut voll böse. Die ist bestimmt pisst, weil die jetzt kein Elite-Pokémon fangen durfte. Kann ich verstehen. Ich hätte schon ganz gerne so ein Riesending. Also ja, weiß ich, habe ich schon, aber ich meine das Elite-Pokémon. Ui! Alter! Du bist der Weihnachtsmann! Hallo! Dein Bart ist ziemlich lang und sieht gepflegt aus. Benutze so Bartöl? Es sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Damit hier... Damit hier? Damit hier Plex? Damit hier. Okay, hin und wieder kommt es vor, dass damit hier Menschen auf sich reiten lässt. Ach, ganz so wie die Reitpokémon aus Alola? Wie zum Teufel, warum kennst du Alola? Das spielt in der Vergangenheit. Da gab es Alola noch gar nicht. Was soll denn das jetzt? Und da sind wir wieder am Fressen. Das ist scheinbar unser Lieblingshobby. Ich meine, sonst haben wir ja sowieso nichts zu tun. Damals gab es noch keinen PC oder Nintendo Switch. Ja, da war alles noch langweilig und man hat den ganzen Tag 10-mal gegessen. Klingt aber eigentlich ziemlich geil, oder? Darf ich bitte weiterspielen? Oh mein Gott. Maike. Perla. Diam. Ich weiß ja nicht, was sie dort gerade labert. Aber ich will endlich weiterspielen. Immer dasselbe mit den beiden. Ja, Mann, die unterbrechen einfach mein Gameplay. Immer wenn die beiden sich sehen, fliegen die Fetzen. Ja, wenn ich dich sehe, würde ich auch am liebsten die Fetzen fliegen lassen. Oh, ich darf spielen, Gott sei Dank. Warte, ich muss da rein. Oh, und da sind die beiden schon wieder. Und unterbrechen schon wieder mein Gameplay. König Axanthor. Was zum... Oh, jetzt nervt ihr mich auch noch. Lass mich verdammt nochmal spielen. Komm schon. Chiara, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Ist ja nicht so, als hätten wir vor genau 2 Minuten schon miteinander gesprochen. Endlich darf ich gehen, meine Güte. Nein, natürlich darf ich nicht gehen. Ist ja wohl klar. So, jetzt will ich endlich spielen. Ja, haha, dachtest du dir, na? Als ob du spielen dürftest. Endlich. Auch wenn ich es lieber behalten würde. Das Raum ist aber viel zu knuffig. Aber egal. Alter, was passiert hier? Was so? Bitte, wer zu einem Panekon? Verdammt, das ist ein Schalocco. Ich will aber einen Pudox haben. Warte, ich habe noch einen Wumpel. So, bitte gib mir Panek und ich habe übelst Lust auf einen Pudox. Komm schon, bitte sei lila. Es ist lila, ich sehe es schon. Es ist lila. So, jetzt nochmal entwickeln. Irgendwie klingt das so, als würden die ganze Zeit Schwerter die Pokémon angreifen. Und da ist es ein wunderschönes Pudox. Oh, warte, zur Putze. Verdammt, jetzt habe ich 2 Käfer-Pokémon. Och, nö. Boah, das ist ja am Arsch der Welt. Let's go. Hui. Ah, verdammt. Verdammt, ich habe mir alles gebrochen. Oh, ach, jetzt bin ich tot oder wie? Oh, und ich habe übel viele Pokébälle verloren. Geil, Mann. Okay, das bedeutet, ich darf hier nicht runterrollen, sondern ich rutsche einfach. Schaut euch das an. Hui. Okay, man kann scheinbar nicht rutschen. Ah, noch ein Käfer-Pokémon. Nee, Mann, das muss nicht sein. Sorry. Soll ich jetzt irgendwie so einen Staravia nehmen und darüber fliegen? Oder wie habt ihr euch das jetzt gedacht? Achso, denn. Verdammt, geht weg. Ja, ich brauche dringend ein Motorrad oder sowas. Ich bin einfach so langsam. Da ist ein Bidifass. Gibt es hier auch irgendwo Wasser-Pokémon?
Als ob, komm schon. Yo, Bro, du bist so ein Elite-Vieh, oder? Oder du hast einfach nur Crack geraucht. Ah, das kann auch sein. Okay, ich bin jetzt hier in einem Haspiro. Egal, du bist leider kein Kampf. Das ist ein Panikon. Nee, ein Schalocco. Ja, lol, wie bewegst du dich denn? Ich dachte, du bist wie Safkon und kannst dich nicht bewegen. Oh, was ist denn das für ein Gnom? Jo, einer der sieben Zwerge oder was? Ach, ein Cowboy. Ich bin Toppin, Mitglied des Perl-Clans. Und Wächter von Axanthor? Naja, also vor dir habe ich jetzt keine Angst. Bro, schau dir mal deine Klamotten an. Die sind übel dreckig. Hast dich wohl zu viel in Kacke gewälzt. Ach, das Ding wurde vom Blitz getroffen. Ja, als Zapdos angegriffen hat. Krass. Ist mir absolut egal. Okay, dann würde ich sagen, schläfern wir es einfach mal ein. Hypnose! Ja, du kleines, ekliges Vieh. Es greift im Schlaf an. Was zum... Und es schläft, aber setzt Blubber ein. Natürlich, macht absolut Sinn. Ha! Kleiner Cheater. Das kann nicht sein. Ja, Mann, trotz Cheaterei verloren. Du bist so ein Loser. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Das konnte ich ja auch schon vorher. Oh mein Gott, das kommt ein bisschen zu spät. Und schwupps, werde ich wieder vollgelabert. Geil, Mann. Das mit dem Spielen hat sich wieder erledigt. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, vielleicht auch nächste Woche. Da, du. Oh, okay. Der Sound, wenn man dir mit einem Perl startet, lul. Damit kannst du damit hier herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Oh, endlich, Mann. Ist er zwar nicht unbedingt ein Motorrad, aber hey, besser als die ganze Zeit zu rollen. Okay, geil, wir können jetzt wirklich auf dem Ding reiten. Okay, springen und hup. Wow. Was ist denn das für ein Sprung? Ja, geil, da kommt nicht mal hier hoch oder was? Hier geht es nicht weiter. Ach, und wer sagt das? Eine unsichtbare Wand oder wie? Ein Anton! Wie geil! Hey. Hier wird nicht geteepo. Hallo? Boah, ey, hallo? Sag mal, warum will das nicht in meinen fucking Ball kommen? Zack, das ist doch Betrug. Ja, und jetzt ist es weg. Toll. Ach nee, da ist es. Meine Güte, kann ja nicht sein, dass das hier 30 Mal den Ball abwehrt. Nicht mit mir, hast du gehört? Warte, jetzt muss ich gegen Perla kämpfen. Die hat einen Glaziola, wie unfair. Ja, geil, ich mit meinen 30 Käfer-Pokémon. Ja, auf Wiedersehen, Zipaise. Das war nicht meine Eisattacke. Los, Antikraft! Und oh mein Gott, hat das viel Schaden gemacht. Das ist nicht mal Step, wenn es überhaupt Step gibt. Ich habe keine Ahnung. Und bam, das war's mit dir. Aha, beten wir jetzt den Baum an oder wie? Ah, mein Gott, Alter, Jumpscare des Todes. Muss ich jetzt gegen den Baum? Ist das der... Yo, Glurak. Alter, es hat einfach den Baum zerschnitten. Alter, du siehst ja übel krass aus. König des Waldes Axanthor. Mein Gott. Oh. Ah, okay, ich muss ihn jetzt hier Säcke ins Gesicht werfen. Einfach ein fetter Bosskampf in dem Pokémon-Spiel. Oh Gott, nochmal. Warum ist das so schwer? Kein Problem. Mein Gott, ich bin doch ausgewichen. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Bro, ich hab doch gerollt, Alter. Verdammter Input-Lag. Oh, jetzt. Hopp, hopp, hopp. Jawohl. Zack. Oh, er macht wieder Wirbelhieb. Jawohl, ich bin ausgewichen. Perfekt. Ich bin ausgewichen. Nice. Ich bin der Beste, Mann. Absolute Gamer Skills. Ja, seht ihr das? First Try, gar kein Problem. Oh mein Gott. Ich wurde noch nicht mal getroffen. Und das war's? Das war's, okay. Und dramatisch voll in den Mund. Und du bist ein Pokémon, oder wie? Warum habe ich dich in Kamisi und Pupuna nicht gesehen? Ja, hi. Na du? Was geht? Und es rennt weg. Darf ich das haben? Ich will das fangen. Das sieht cool aus. Das war's mit dem ersten Gebiet? Oh, nee, Alter, was willst du? Bro, du gehst mir übel auf die Nerven. Ach, endlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht spielen darf. Ach, seht ihr. Und natürlich erstmal ekliges Essen. Aber ich darf immer noch nicht spielen. Was? Willst du mich jetzt entführen? Warte, die will mich ja wirklich entführen. So, jetzt bitte lass mich spielen. Warte, ich habe kein neues Gebiet freigeschaltet? Ach so, hä, ich muss schon wieder hier rein? Boah, jetzt muss ich schon wieder hier rein. Ich krieg eine Krise. Junge, ich war vor 2 Minuten hier. Was willst du von mir? Soll ich jetzt alle 5 Minuten vorbeikommen, einfach um Hallo zu sagen? Was, Ursa Luna? Ach, das ist der nächste König oder was? Ach so, natürlich. Ja, klar. Oh, neues Gebiet. Roter Blutsumpf. Ich bin gespannt. Yay, 2 Sterne. Cool. Was zum... Habe ich jetzt Halluzinationen oder sehe ich euch 2-mal? Ich gehe lieber mal schnell. Oh nee, Alter, jetzt geht ihr mir auch noch auf den Sack. Hast du einen Moment? Nein, habe ich nicht, Mann. Und jetzt entferne dich bitte aus dem Spiel. Ja, liebes Feuerrier, es wird langsam Zeit, sich zu entwickeln, ha? Aber warte, das ist jetzt kein Feuerrier. Alter, boah, das sah so böse aus. Okay, der rote Blutsumpf. Ach so, das rote Sumpfland, ups. Naja, wenn ich hier mit dem Pokémon fertig bin, dann wird es auf jeden Fall das Blutland. Ein Knospi. Ich habe noch kein Pflanzen-Pokémon. Na gut, du kommst einfach mal mit. Warte mal, entwickelt sich Knospi nicht durch Freundschaft? Gar keine Lust. Hoia, das war ein Fehler. Ich werde sterben, ich werde ertrinken. Mein Leben ist vorbei. Halte dich doch einfach an dem Stein fest. Und hepp.
Bro, als ob. Hör doch mal auf. Du bist so nervig. Ey, boah, ich krieg hier einen Wutanfall. Dankeschön. Na du, was geht? Du wirst gefangen? Hä? Dann wirst du halt nicht gefangen. Oh, ein Welser. Nee, warte mal, das ist ein Glibunkel. Du wirst gefangen. Dann wirst du halt auch nicht gefangen. Mir doch egal. Bitte sei ein Diktator. Ich will kein... Oh mein Gott. Ist das ein Wadribi? Ach so, Funkel. Ah, oh, okay. Oh mein Gott, ein Elite-Ursaring. Heilige. Warum sind da so Textboxen? Wollt ihr mit mir reden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollt ihr mit mir reden oder was? Einfach mal Hallo sagen, ne? Warte, da ist ein Stein. Gibt es hier Bomben? Nein! Was zum... Als ob du jetzt da runter... Das Ding ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Komm, du wirst es ja wohl schaffen, hier drüber zu springen. Komm schon. Ein Roselia. Perfekt. Perfekt. Ein Trassler. Optimal. Aber es ist ein männliches Roselia. Das geht auch nicht. Ah, oh, es ist männlich. Egal, wir fangen dich aber trotzdem mal. Bam. Bam. Du blödes Vieh, Alter. Als ob du kleiner Cheater. Es ist weiblich. Optimal. Ich will nämlich ein Gardevoir. So, ein Aquavelle wird auf gar keinen Fall killen. Was? Das ist doch nur ein Level Unterschied. Was soll das jetzt? Soll ich das Gebiet nochmal verlassen und reinkommen? Weil ich will jetzt unbedingt ein Trassler. So, hoffen wir mal, dass es jetzt einfach respawnt. Ja, ich akzeptiere einfach mein Schicksal. Ach, lernt bitte endlich schwimmen. Trassler, ich komme. Es ist nichts respawnt. Dann mache ich halt meine Switch aus. So, ich habe Switch aus und angemacht. Natürlich. Du bist so ein blödes Vieh. Oh, halt, halt. Trassler, Trassler, Trassler. Trassler, weiblich. Bam. Du wirst absolut in meinen Ball kommen. Das ist ja wohl klar. Trassler ist wachsam, ja. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Was ist denn das? Jawohl, du kommst ins Team. Komm, jawohl. Ein Schmerbe, das wäre gerade... Au! Wer war das? Das ist die Frage, komme ich da einfach so ran? Scheinbar nicht so einfach. Ja, es geht scheinbar. Lol, was ist denn das für eine merkwürdige Plattform? Komm schon, liebes Trassler, liebes Dingens da. Komm rein. Oh mein Gott. Es hat's gewone-shottet, als ob. Komm schon. Jawohl, meine Güte. Ein Alpollo. Ja, toll, ist vergiftet, egal. Oh, Hypnose, ja, cool. Es war vergiftet und jetzt ist es eingeschlafen. Sag mal, wie geht denn das? Seit wann geht das? Das ist einfach die Statusveränderung. Vor allem, das Ding schläft gar nicht, Mann. Es ist putzmunter. Jawohl. Trassler, da ist ein Trassler. Jawohl. Und es ist weiblich. Let's go. Trassler ist wachsam. Trassler, du bist männlich, dich braucht keine Sau. Egal, wenn ich einen Trassler will, dann will ich einen Trassler. Oi, was ist denn das für ein Nebel? Ich sehe einfach gar nichts mehr. Du bist ein Trassler. Und du bist... Hier ist ein Trassler. Du bist männlich. Das würde mich nicht wundern, wenn ich in der Zwischenzeit einen Shiny-Pokémon finden würde. Okay, liebes Trassler. Rein. Jetzt geht es. Man kann die von hinten einfangen, oder was? Du wirst keinen einzigen Meter mehr kommen. Ich muss dich fangen. Und wenn ich sage, ich muss, dann muss ich. Okay, ich habe so viel Zeit schon mit dir verschwendet. Danke. Jawohl. Boah, das sieht auch so böse aus. Hallo, was geht? Ich gehe einfach rein. Da hast du bestimmt kein Problem mit, oder? Alter, was bist du für eine schrumpelige Oma? Mein Name ist Yugao. Ich bin eine Wächterin des Perl-Clans. Was willst du bitte bewachen? Ich schubse dich einmal um, dann stehst du nie wieder auf. Ja, ne, das hat ihr auch eingesehen. Ich muss schon wieder gegen den kämpfen. Sag mal, habe ich hier irgendwie 30 Rivalen oder was soll das? Egal, meine Konfusion macht die Hälfte. Sehr schön. Diebeskuss. Boah, das macht auch die Hälfte von einem schwachen Togepi. Oh, es hat sich wieder aufgefüllt. Es setzt Gedankengut ein, um seinen Spitzenangriff zu erhöhen. Was zum... Das kann ich auch. Tempotechnik, Liebeskuss und bam. Und natürlich direkt nochmal. Komm, wir cheaten jetzt auch mal. Was? Jawohl, was du kannst, kann ich besser. Das wird one-shotten, oder? Ja, das war klar nach einem Gedankengut. Und natürlich macht er wieder Krafttechnik. Bitte nicht one-shotten. Ach so, natürlich one-shottet das. Ja, das Togepi ist das stärkste Pokémon aller Zeiten. Sehr schön, ist fast besiegt. Oh, jawohl, der Angriff und die Verteidigung sind wieder weg. Das heißt, bam. Jawohl, und das war's. Oh, ist das Ding stark. Ach, der hat einen Punkt. Koma. Natürlich. Mit Dampfwalze. Alles klar, Mann. Super fair. Bitte mach genügend Schaden. Ja, ein Kraftangriff wird leider nicht killen. Das heißt, ich habe verloren. Oh mein Gott, ist das gemein. Oh, es hat gekillt. Jawohl, Roselia, du bist die Beste. Der Typ hat mich fast besiegt. Hilfe, seh dir peinlich aus. Distia, der Dorn in deinem Auge. Eher der Krebs in meinem Auge. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Ich habe gehört, wenn man Brennnessel angefasst hat, dann kann man einfach auf die Stelle pissen und dann hört das auf zu brennen. Aber das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Vielleicht hilft es ja, wenn ich die anpisse. Dann geht die einfach weg. Okay, kämpfen wir gegen die Pissfrau. Natürlich greift das zuerst an, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Geil. Immer kurze Krafttechnik. Schlammbombe und...
mit nicht einem Schlag besiegt. Na toll, das war's dann mit Schwerbe. Oh mein Gott, für einen kurzen Moment wollte ich sagen, verdammt, das Ding hat Trockenheit oder so. Aber nee, Fähigkeiten gibt es hier ja scheinbar nicht. Warum gebt ihr jetzt auf? Habt ihr Angst, angepisst zu werden? Da ist ein Pokémon im Baum. Wetten, das ist nur irgendein Schmutz? Es ist ein Burmy! Oh, wie geil, aber es ist das Bodendings. Burmy? Ja, ich wollte gerade sagen, hä, wo gehst du hin? Jo, Oma, ich habe dir das Stück Stein mitgebracht, aber pass auf, das Ding ist wahrscheinlich zu schwer für dich. Du hast einen Stein für mich mitgebracht. Oh, mein Leben hat wieder einen Sinn. Ja, hast du ja eh noch 2 Jahre zu nehmen, oder? Ein Hippoterus. Oh, oh nee, du bist wahrscheinlich Level 100, oder? Ja, fast. Oh, da ist es. Nee. Was ist das da? Das ist ein Bittifast. Was zum... Lol, ich dachte... Ich dachte, das wäre so ein Packesel. So, das sind ganz viele Pakete auf dem Bittifass. Aber nee, es ist die Oma. Alter! Eine Ursa-Ring-Entwicklung? Geil! Das ist Ursa Luna. Mein Roselia wird... Oh, Level 6. Oh Gott, das war... Vielleicht hätte ich Apollo mitnehmen sollen. Oh, mein ganzes Team ist noch tot. Geil. Flammenrad! Und es macht absolut keinen Schaden. Cool. Kulleraugen. Ach, lol, wie süß! Von dem Ding hier. Oh, das ist ja voll knuffig. Oh, eine Konfusion macht bestimmt auch keinen Schaden. Alter, das Ding ist viel zu stark. Und... Na, das kannst du voll vergessen. Warte, müssen wir das doch nicht auch mit Säcken bewerfen? Jawohl, der Angriff wurde gesenkt. Es setzt Kulleraugen ein, das ist sehr gut. Achso, es greift 2 Mal. Nee, das ist nicht gut. Es hat... Burmy hat überlebt. Level 16, Burmy hat überlebt? Oh, stellt euch vor, wir gewinnen das noch. Okay, Schmerbe ist mein letztes Pokémon. Ja, das war's. Warte, vielleicht vom Typen Boden und ich hätte... Ja, das war's. Das Spiel, es hat mich beschützt. Das ist schon das 2. Mal. Geil. Und das war's. Ursa Luna wurde... Boah, das war viel zu knapp. Schon wieder. Darf ich das jetzt mit Säcken bewerfen oder... Warte, sag mir nicht, ich darf auf dem Ding reiten. Ui. Ursa Luna hat sich deine Melodie Ui. Um mit ihm nach Schätzen zu graben? Oh, okay. Ah, oh mein Gott. Schaut euch das an. Das ist ja ultra geil. Oh, es ist ein Detektor. Ja, schaut euch das an. Ja, hier, ich weiß. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Ursa Luna. Jetzt zeigt das mir die ganze Zeit diese Dinge an. Ja, wozu brauche ich dich dann? Ja, das zeigt mir dann diese Dinge. Das ist so unnötig. Ich gehe. Oh nee, ich soll schon wieder dahin gehen. Oh, jetzt labern die mich doch bestimmt wieder übelst voll, oder? Oh, da scheint irgendwas an dir zu hängen. Oh nee, habe ich Klopapier hinten dran kleben oder was? Was denn jetzt schon wieder? Weh, du willst jetzt kämpfen. Was ist denn das jetzt für ein alter Sack? Ach, das ist der Ziegenbart-Typ. Hör zu, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Wieso bist du pleite gegangen? Drizella, Königin des Bergkamms. Darf ich jetzt spielen? Es hat mich noch keiner aufgehalten. Keiner, der jetzt einfach so kommt und nervt? Ja, ich wusste doch, dass mir noch irgendjemand auf den Sack geht. Okay, Ursa Luna, let's go. Ich glaube, ich muss einfach dahin gehen, wo es lang will, oder? Na, das ist doch gar kein Problem. Ah, das bringt mich doch bestimmt wieder zu einem verdammten Stein, oder? Oh, hier ist es. Boah. Komm hoch. Ja, Bro, das ist ja... Das ist wieder so eine schwere Geburt hier. Als ob du da nicht hochkommst. Oh, du blödes Mistvieh. Du hast da... Ja! Nein, du hast es doch fast. Boah, die wollen mich doch verarschen, ey. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Au! Schnell weg. Oh, komm schon. Bro, als ob du da nicht hoch kannst. Da ist eine verdammte Plattform. Bro, wenn das so weitergeht, gibt es bald gegrilltes Amütier. Aha, vielleicht hier. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Was? Eine fucking unsichtbare Wand oder was? Oh, ich hab's geschafft. Da. Ih, wer bist denn du? Oh, das ist ja ekelhaft, ey. Wie du da auf dem Boden liegst. Soll ich nochmal nachtreten? Oh, wir müssen dann wieder mit Säcken werfen, ha? Huh? Oh, der Packesel ist wieder da. Könnt ihr bitte aufhören, mich alle zu verfolgen? Ich will mal ein bisschen Privatsphäre. Und so wie ich Amityr kenne, ist es zu blöd, um da drüber zu springen. Nee, okay. Warum gibt es diesen Stein, wenn man einfach drüber springen kann? Oh, du blödes Vieh, ey. Oh mein Gott, komm schon. Was ist denn hier los? Habe ich jetzt eine andere Zivilisation gefunden? Oh, das ist der Diamant-Clan. Oh, ein Schlurbleck. Ein Elite-Schlurbleck und ein Tempel? Also zumindest eine Ruine. Ach, hier gibt es einen Kill hier. Ist das das, was ich denke, das... Ja, da ist ein Ursa Luna, da ist ein Regigigas, da unten ist möglicherweise ein Darkrai. Soll ich hier überhaupt sein? Ich glaube nicht. Aha, meine Güte, das ist wie ein Labyrinth hier. Ein See? Ein Wirbelsturm. Oh mein Gott, ein neues Drizella? Boah, du bist ja übel geil. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Königin des Bergkamms, Drizella. Warte, ist das jetzt einfach nur eine dünne Variante und über die Zeit wurden die einfach übergewichtig oder wie? Und wieder ein Bosskampf. Oh mein... Ach du Heilige, ich mach einfach ein fettes Erdbeben. Oh mein Gott. Ich werde sowas von sterben. Oh, Alter. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen fasziniert. Verdammt. Oh mein Gott.
Oh, ich hab's drüber geschafft. Ich bin der Beste. Was? Direkt nochmal? Boah, ich bin der Beste. Haha, geil. Huiya. Huiya. Zack, 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 zack. Let's go, let's go, let's go. Und noch einmal. Mach, 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 mach. Oh, das war... Ey. Imagine, ich wär's doch gestorben. Schön in deinen Mund oder auch nicht. Oh mein Gott, du bist wunderschön. Mein neues Lebensziel ist es, ein Drizella zu finden. Okay, das war sehr, sehr nice. Und ich glaube, damit haben wir das zweite Gebiet abgeschlossen. Und hui! Ah! Ganz, ganz knapp vorm Ertrinken. Naja, ich bin tot. Wir sehen uns im zweiten Teil.